Geschichten: Das Mädchen klagt über starke Schmerzen in ihrem Intimbereich. Wenn ihre Mutter schaut, hat sie Angst vor dem, was sie sieht. Eines Nachmittags saß die kleine Martina, 8 Jahre alt, auf dem Badezimmerboden und weinte auf den Knien, bis ihre Mutter sie hörte und fragte: Was ist los mit dir? Warum weinst du? Sagte die Mutter und öffnete die Tür. Verzweifelt: Hörst du mir zu, Tochter? Was ist los? Hier tut es weh, Mutter, wimmerte der Jüngste. Wie hast du das gemacht? Hat dir jemand etwas Böses angetan? Mutter fühlte eine Traurigkeit in ihrem Herzen, und ihre Sorge nahm zu. Nun, wenn du auf die Toilette gehst, machst du viel. Seit wann hast du? Ich weiß nicht, es ist eine Weile her. Ich habe es dir nicht gesagt, weil ich dich nicht stören wollte. Und bald brachte Patricia das Mädchen zum Arzt. Ich konnte nicht glauben, was geschah. Sie sollte alles wissen, bevor sie Mutter wird und sich so gut um ihre Tochter kümmern können. In diesem Moment beschloss ich, schnell zu handeln und das Mädchen ohne Zeitverlust zum Arzt zu bringen. Als sie auf der Krankenstation ankamen, mussten sie im Wartezimmer warten, während Patricia die Routine ihrer Tochter wiederholt überprüfte, ohne an etwas zu denken, das solche Schmerzen verursacht haben könnte. Die kleine Martina, sehr verzweifelt, hörte ihre Mutter sagen: Liebes, wie fühlst du dich? Du weißt, dass nichts deine Schuld ist, du kannst mir alles sagen, Mama. Willst du wissen, was passiert ist? Das Mädchen schrie vor Schmerzen und beantwortete nicht die Fragen, die sie stellte. Die Mutter, sehr nervös, aber versucht, sich zu beruhigen, sagte ihr, dass sie einen Arzt finden würden, um zu helfen, nicht zu weinen, dass es ein wenig übrig war, und schließlich sahen sie den Arzt. Zu diesem Zeitpunkt begann Martina zusätzlich zu den Schmerzen im Intimbereich Bauchschmerzen zu haben. Der Arzt machte eine allgemeine Überprüfung des Mädchens, in der Hoffnung, das Schlimmste zu finden. Es gab jedoch keine Spuren von intimen Verletzungen. Trotzdem riefen sie die Mutter an, um ein privates Gespräch zu führen. Madame, es ist wichtig, dass Sie ruhig bleiben, mit der Wahrheit mit so vielen Details zusammenarbeiten, wie Sie bieten können. Unser medizinisches Team arbeitet daran, das Problem Ihres kleinen Mädchens zu finden und ihr zu helfen. Denken Sie daran, dass wir hier sind, um zu helfen, nicht um Sie zu verurteilen. Sind Sie in irgendeiner Beziehung, Dating oder verheiratet, sagte der Arzt, aber die Frau leugnete es und sagte, dass sie in keiner Beziehung war. Wohnst du bei deinen Eltern oder teilst du die Miete mit jemand anderem? Nein, Doktor, wir leben beide in Privatsphäre. Kein Mann zu Hause, kann irgendwann ein Freund bei uns bleiben. Ich verstehe. Lässt du deine Tochter mit diesen Freunden allein? Nein, niemand kümmert sich um meine Tochter, wenn ich nicht da bin. Arbeiten Sie überhaupt? Ja, für jetzt. Der Job ist ein Dienstmädchen. Und bei wem bleibt Ihre Tochter? Sagte der Arzt eindringlich. Ich kann niemanden bezahlen, der sich um sie kümmert, das Essen fertig macht und ihn in Ruhe lässt. Aber, Doktor, glauben Sie, jemand hat Sie verletzt? Ich glaube an nichts, Mom, es spielt hier keine Rolle. Was zählt, sind klinische Studien. Sie wissen, dass der menschliche Körper spricht, das heißt, wenn ein kleines Mädchen von einem unangemessenen Verhalten betroffen ist, werden unsere Studien es herausfinden. An diesem Tag halfen die Studien jedoch nicht, wiesen nicht auf Läsionen oder Narben hin. Der Arzt inspizierte ihre Okular, fand nichts und verwies einen Kindergynäkologen, um eingehende Studien durchzuführen. Aber der Gynäkologe, obwohl er das Mädchen gründlich studierte,
bezog sich auf Röntgenbilder, Blut und Urin. Der Psychologe im Krankenhaus bewegte sich ebenfalls, bemerkte jedoch keine Warnsignale. Bis die Ursachen für verschiedene Schmerzen festgestellt sind, sollte Martina im Krankenhaus bleiben. Diese Entscheidung wurde vom Ärzteteam getroffen, um nicht auszuschließen, dass ein kleines Mädchen eine andere Pflege benötigt als zu Hause. Im Laufe des Wochenendes begannen die Krankenschwestern, sich gegenseitig zu sagen, dass Martina möglicherweise zu Hause krank war und dass sie vielleicht fortschrittliche Technologie in der Gegend hatte. Es gab auch Gerüchte über Patrizias verschiedene Freunde und ihre Verantwortung für Martinas ernsten Zustand. Und die Mutter bat darum, mit dem Direktor des Krankenhauses zu sprechen und bat vehement, dass er eine Antwort darüber geben würde, was seine Tochter hatte, da das Mädchen immer noch große Schmerzen hatte, aber keine Diagnose hatte. Der Direktor sagte, dass sie alles in ihrer Macht Stehende getan hätten, dass alle Studien innerhalb der erwarteten Werte seien und dass sie nur warten müsse, um natürlich zu sinken. Er sagte auch, dass ich ihr keine Medizin geben sollte, ohne zu wissen, was sie hatte. Wenn du nichts hast, bringe ich dich nach Hause. Sie wurde noch nicht entlassen, antwortete der Direktor. Und wann gibst du vor zu geben? Sie wurde tagelang in einem Bett vergessen, als sie sich vor Schmerzen windet. Und Ärzte empfehlen, dass sie im Krankenhaus bleibt, damit sie mit weiteren Studien fortfahren kann. Wenn sie es mitnahmen, sollte es ihre Verantwortung bleiben. Und erwarten sie außerdem, dass bald ein Sozialarbeiter zu ihnen nach Hause kommt. Meine Tochter stand und bleibt in meiner Verantwortung. Kommen Sie, wann immer Sie wollen, aber lassen Sie mich Sie von diesem Ort holen, unterschrieb Patricia ihre Zustimmung auf wiederholten Dokumenten, die sie nicht gelesen hat, befreit das Krankenhaus von jeder Art von Verantwortung und nimmt alle Schuld für jede Dekompensation, die das Mädchen erleiden könnte. Die Session begann. Sie spielten Trommelmusik mit dem Heulen im Hintergrund, dimmten das Licht ein wenig, während sie einige Kerzen anzündeten. Und mit diesem Feuer begann das Verbrennen von Kräutern, die Mutter und Tochter retteten und das Ritual begannen. Ich sprach ein paar Worte, die nicht verstanden wurden. Unter diesen Worten bat er Mutter Natur, ihr zu helfen, die kleine Martina zu heilen und all die Dunkelheit in ihr zu beseitigen. Manchmal drückten sie einen Stein und bat ihn, an seine Großeltern zu denken und ohne Hilfe zu versenden, um alle bösen Geister zu befreien, die störten. Martina dann, mit Kräutertee mischen, Rühl, Absinth, Artemisia, sagte Martina, sie zu sehen. Nach den Anweisungen trank Martina die Hälfte der Kur, dachte und kam wieder zum Leben. In der zweiten Hälfte erntest du und spuckst, es ist zu reinigen. Seine Worte, gehorchte das kleine Mädchen. Jetzt nimm alles aus dir raus, balanciere deine Arme kräftig, schneller, wir wollen, dass das verschwindet. Wischen Sie die Fußsohlen mit diesen Lorbeerblättern ab, Sie werden 3 Tage ruhen und wenn Sie Schmerzen haben, müssen Sie einen Tee dieser Kräuter nehmen, der auf eine Kraftpapiertüte zeigt. Martina gehorchte. Der Heiler nahm sie an den Schultern und fegte sie mit einem Kräuterzweig von oben nach unten. So war die Zeremonie vorbei. Martina kehrt lächelnd nach Hause zurück. Tochter, ist der Schmerz weg, sagte die Mutter mit Hoffnung. Nein, Mom, hat es nicht, aber es hat Spaß gemacht. Als sie nach Hause kommt, geht ein kleines Mädchen auf die Toilette und schreit, Mama, hilf mir bitte. Die Mutter betritt das Badezimmer und findet Blut in der gesamten Umgebung und in der Kleidung ihrer Tochter. Aus Angst urinierte die kleine Martina auf sich selbst. Patricia altert schnell, nimmt die Mappe mit allen Studien und bringt sie in ein anderes Krankenhaus, anders als das, was sie zuvor genommen hat. Gut,
Dank für die Bereitschaft, nimmt schnell die Intensivmedizin, und das medizinische Team trifft sich, um die Situation zu beurteilen. Das Gerede von einem Bösen, das aus ihren privaten Teilen und Zeremonien kam. Die Ärzte begannen eine Untersuchung gegen Patricia und benachrichtigten die Justiz. Schließlich, nach dem Übergang von Arzt zu Arzt, wird sie von einem endokrinologischen Spezialisten betreut und verlässt schriftlich, dass das Mädchen keine Verletzungen hat, sondern ruft die Mutter, um ihre Aussage zu dem Fall zu danken. Ich bin ein Experte im Fall deiner Tochter. Wie ist das Leben der kleinen Martina? Toll, wie jeder Achtjährige. Zur Schule gehen, zu Hause bleiben und spielen. Es gibt nicht viel anderes zu sagen. Und hat sie unangemessenes Verhalten für ihr Alter, sagte der Arzt und analysierte die Situation. Wirklich, nein. Nun, manchmal, für eine Schulveranstaltung, machte sie Make-up. Achten Sie darauf, dass Ihre Ernährung zwischen Fetten, Ballaststoffen, Obst und Gemüse ausgewogen ist? Ich denke schon. Stimmt etwas nicht mit ihr? Erklär es mir bitte, fragte die Mutter besorgt. Martina präsentiert eine frühe Menarche, ein Produkt der frühen Pubertät, sehr selten bei achtjährigen Mädchen. Menarche, Pubertät, und hier ist dies aufgrund des Kontextes, wird durch Faktoren wie fettreiche Ernährung, Verzehr von Bildern ungeeignet für ein Mädchen beeinflusst, die Stunden des Lichts, die sie täglich erhält und einige Substanzen, wie Bisphenola und Phthalate, die zirkulieren und viele Kinder betreffen, Beschleunigung des Eintritts der Pubertät, Beschleunigung ihrer Hormone. Und was mache ich jetzt? Sich um Martina kümmern muss man dementsprechend. Dies ist kein Werturteil, denn nur sie wissen, was in ihrem Haus in einem sozialen Umfeld passiert, das dazu neigt, Kinder der frühen Adoleszenz auszusetzen. Es ist schwer, ständig auf sie aufzupassen, aber das ist nicht das Problem. Sie müssen sicherstellen, dass ihre Tochter ein Leben als Kind für die Zeit und vor allem darüber hat. Patricia glaubte es nicht, bedankte sich aber beim Arzt und verabschiedete sich besonders von der neuen Gelegenheit, die sie ihm gab, sich um ihre Tochter zu kümmern. Wie können Umweltfaktoren und Lebensstilentscheidungen die frühe Entwicklung von Kindern beeinflussen? Und welche Verantwortung haben die Eltern, die Kindheit ihrer Kinder in diesem Zusammenhang zu schützen und zu bewahren? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Wir wollen Sie hören. Bis zum nächsten Video.